Der Austernfischer Stopperknoten ist, wie der Name schon sagt, ein Stopper, der verwendet wird, wenn zum Beispiel ein Achtknoten zu klein ist, um das Ausrauschen der Leine zu verhindern. Dazu wird in die Leine ein Auge gelegt. Das Arbeitsende geht von oben durch das Auge. Jetzt wird die stehende Part durch das Auge gezogen. Ja. Und das Arbeitsende über das stehende Part durch das neu entstandene Auge gesteckt. Jetzt wird der Knoten festgezogen und Form gebracht. Und man hat den Austernfischer Stopperknoten.